Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke, das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. Danke, jetzt haben wir das auch. Oh. Ich will nicht wissen, Ernesto. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Gonzales, der ist aber auch einer. Ja, der ist mir einer. Es gibt schlechte Nachrichten. Jemand greift unsere Städte an. Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Hab ich verstanden. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft. Also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Danke. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner. Und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Dann... Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War meine Güte. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Ja, werden wir. Jetzt haben wir alle Schlüssel Ningal. Du hast dich also um Morasul verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Ja. Was ist mit Ramirez? Er ist in die Ruinenfelder aufgebrochen. Aber bisher ist er nicht zurückgekommen. Er arbeitet für mich und ich will wissen, was los ist. Gut, ich kümmere mich darum. Gut. Und was kannst du für mich tun? Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, Magie, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Danke. Habe ich mir schon gedacht. Was haben wir am Pult? Nix. Uninteressant. Gut. Passt. Wir kommen endlich in unseren Kollegen da rein. Wir haben auch nicht mehr viel Gold, aber wir können auch... Achso, wir können noch Ognarok mitnehmen. Wir haben halt eine Stadt kaputt gemacht, aber das ist mir jetzt auch egal. Du kommst jetzt mit mir. Nichts lieber als das. Ich muss endlich wieder was tun, sonst werde ich bekloppt hier. Das glaube ich dir. Du hast Masil einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hey, ich hab's bei ihm nicht mehr ausgehalten, verstehst du? Der Kerl kann mit mir sowieso nichts anfangen. Da habe ich ihm ein bisschen Angst gemacht, damit er mich loswerden will. Tja, hat funktioniert. Komm mit. Komm mit. Alles klar. Komm, Ognarok. Wir machen das mit der Ausgrabungsstätte, wa? Wir müssen da vorne runter, leider. Oh, puh. Das ging schneller als erwartet. Aber gut, wir haben dem 1000 Gold gegeben, wir haben ihm das gegeben, wir haben jenes gegeben. Also, überraschend war das jetzt nicht. Müssen wir nicht hier runter? Ach, wir müssen da hinten runter. Von daher, ich will mich da jetzt auch nicht wirklich beklagen. Das war dann doch einfacher als gedacht. Ognarok, ich hoffe, du schaffst es. Ja, der kommt hinterher. Da will noch jemand halt noch so ein paar Missionen haben, um die können wir uns auch noch kümmern, ne? Ramirez hier, Ramirez dort. Wir können halt auch einfach durchackern, wenn wir wollen. Okay. Achso, ich habe ihm eine Mondklinge gegeben. Ich nehme die. Nehme die Mondsichel. Och Mann. Hey. Dem hast du es so. Was? Das war's mit dir. Ich hoffe, Ognarok kommt rein in den Tempel.
Der wäre so nützlich da drin, ne? Hey, wir haben hier einen Varan. I got him. Komm. Achso, ich dachte, hier wäre irgendwas. Könnte man theoretisch da rein? Aber ihr wisst, dass jetzt hier gleich eine kleine Auseinandersetzung wahrscheinlich passieren wird. Wenn... Ach stimmt, der hat den letzten Schlüssel, ne? Der Ork-Anführer. Steht er da oder wo ist der jetzt? Ne, da ist er. Und er buggt. Natürlich buggt er. Was ist los? Ich habe die vier anderen Schlüssel. Gib sie mir und zwar schnell, verstanden? Einen Moment mal, was habe ich davon? Ich muss hier meinen Auftrag erfüllen und du warst ein nützliches Werkzeug. Doch jetzt, wo die Schlüssel hier sind, habe ich keine Verwendung mehr für dich. Verstehe. In diesem Fall werde ich dir überhaupt nichts geben. Gib mir die Schlüssel, sonst hack ich dir den Kopf ab, dreckiger Morra! Jetzt wirst du bluten. Na komm. Oh ja. War ja klar. Alle gegen uns. Bleib stehen, Morra. Wollt ihr wohl damit aufhören? Gut, dann zünd ich eure ganze kleine Basis hier aus. Jetzt reicht es mir. Dann seid mir böse. Aua. Ja, kannst du mal mitrechnen, was jetzt gleich passiert. Aua. Geh doch einfach. Ich hoffe, Orknarok ist jetzt nicht gestorben. Es war ja fast schon klar, dass die auf uns zukommen werden. Entschuldigung, Fassim. Na. Der Tempelsklave Orknarok, ja. War mal Thema, habe ich gehört. Ich hoffe, oh nein, er ist tot. Sorry, Orknarok. Natürlich wollen die mit uns sich jetzt anlegen, weil wir haben das Wichtigste für die. Nämlich diesen bekloppten Schlüssel, also alle Schlüssel. Und wir haben eine Menge Tote. Wir hätten eh Bock gehabt, uns umzunieten, von daher wundert mich gerade gar nichts. Hey. Und die werden sichtlich genervt sein. Was? Da steht ja noch ein Krieger. Komm! Na komm. Tut mir leid, dass ich euch jetzt alle so anzünde. Oh. Hey. Geh drauf. So. Das wollte ich schon immer machen. Ah, schön. Wir waren sehr erfolgreich. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht alle richtig sauer sind. Weil... Wir mal wieder... Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Haben wir die ganzen Safe States noch? Könnte jetzt für uns in die Hose gehen. Ich will mal... Ne, ich will es jetzt nicht austesten. Wir marschieren da jetzt rein. Ist egal, jetzt ist eh zu spät. Egal, was jetzt passiert. Das wäre also geschafft. Die Tür ist offen. Na. Es könnte sein, dass die jetzt nämlich sagen, hey, du hast uns und so weiter umgebracht, weil ich jetzt die
Anführungsstrichen dritte Stadt befreit habe, die in Nord war, dieses Lager. Und halt jetzt die hier oben. Das könnte halt das Problem sein. Aber ich weiß nicht, wie die das zählen, deswegen. Ja. Ich hatte eigentlich immer schon vorher angefangen zu befreien. Weswegen die dann immer schon sehr, sehr frühstinkig waren. Also früher als jetzt. Ich nehme mal einen Heiltrank zur Sicherheit. Man weiß nie, was da noch kommt. Alter, der trifft mich halt echt nochmal. Ja. Nimm nochmal einen. Das bringt nichts. Nee, muss ich danach plündern. Alles danach plündern. Eine Mumie. Ich speichere zur Sicherheit, ne? Wir kennen das schon. Jetzt können wir die Truhe hier vorne schon mal auseinandernehmen. Abgebrochen. Ja. Weil es ist wie immer, irgendwo hinten im Stock wird's dann wild. So, einmal den hier. Irgendwo da hinten wird nämlich dann der Hass zuschlagen. Wenn wir oh, was ist das denn? Wir hatten Ilias Artefakt, was er wollte. Wo kommt der? Ja, daneben. Ne, das da. Na komm, Kollege. Du fängst dir das ein. Ich glaube, der schießt die ganze Zeit auf uns, ne? Die KI ist nicht immer die schlauste. Treffer. Das war der Deal, hör mal. Nur mal. Oh, wiggle, 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 wiggle. Wir werden aber wahrscheinlich noch ein, zwei treffen. Okay. Ob wir das Ding aufmachen können schon mal? Yes. Alter. Ringe ohne Ende. Nee, da war ja nur einer. Und wir haben die Krone erhalten. Die können wir anziehen. 250 altes Wissen, passt. Da ist nichts mehr zu holen. Okay, jetzt müssen wir gucken, nicht, dass wir gleich in den nächsten Städten voll einen auf den Kopf bekommen. Deswegen teleportiere ich mich nach Al-Shedim. Oder wisst ihr, wobei, der Ort ist nicht wichtig. Aber das hier. Kapdun wäre wichtig. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ja, mal gesagt mir nichts. Ich guck nochmal bei unserem Anführer hier nach. Nö. Okay. Also das ist nicht das Problem, aber es kann in Morasul das Problem werden jetzt. Tschüpp. Sei stets auf der Hut. Oh, wobei. Was willst du? Dann waren es tatsächlich nur zwei Gerichte. Wir reden später. Hoffe ich. Ich gehe mal rein zu ihm und schnäggel mit dem mal. Hey, Kumpel. Es gibt schlechte Nachrichten. Immer mehr unserer Städte werden überfallen.
Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, dem wir nicht völlig vertrauen können, töten müssen. Was willst du damit sagen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Okay, perfekt. Super. Ist nichts passiert. Wir haben es geschafft. Puh, dann galten nur die zwei Sachen dann wirklich als böse, böse, böse. Wir hauen die auf die Finger. Bedeutet, jeder Abschnitt hat die Möglichkeit. Gut, im Nordmal ist es eh egal, was wir angreifen, was wir auslöschen. Ilya bekommt seine Vase. Ist er schon da? Ich glaube, er war es hier, ne? Ilya, da. Hier ist deine alte Vase aus dem Tempel. Du warst im Tempel. Du beeindruckst mich sehr. Dankeschön. Zeig her das gute Stück. Ja, das ist sie. Endlich. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon hinter ihr her war. Damit sind wir jetzt quitt. Aber ich sag dir was. Ich leg noch was drauf, weil du dein Versprechen gehalten hast. Jemand wie du ist selten. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön. Du bist nett. Zeig. Du bist ein netter Typ da. Gönnen wir mal das hier. Können wir dir irgendwie Sachen verscherbeln, weil ich habe so viel Stuff. Alles, was wir nicht... Alter, ich habe wie viele tausend Pfeile gerade? Zu viele, ne? Ich lass mir ein paar. Bluternte, Ork-Armbrüste, Sterne. Ach, nimm dir. Wenn du mich bezahlen kannst, bezahl mich. Okay. Nee, die brauche ich auch nicht mehr. Nee, eine bräuchte ich. Falls ich mal was abbauen muss. Genug. Danke. Jetzt haben wir wieder... Ah. Zeig mir deine Ware. Mhm. Vorgeschossen. Mhm. Passt. Hier haben wir ordentlich Stuff. Also, Schmiedehämmer brauchen wir ja nicht so viele. Pfanne haben wir eine. Hier. Gönn dir. Hier haben wir auch noch was. Tiere zähmen kann weg. Vergessen ist okay. Schrecken kann weg. Nebel kann weg. Seelenwanderung kann weg. Blitzbeschwörung kann weg. Licht kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Aber noch was? Im Moment erstmal nicht. Oh, 49.000 wieder. Du hast nicht zufälligerweise irgendwas, was ich brauchen könnte. Nee. Gut, eigentlich müssten wir jetzt nur noch nach Nordmar. Und dort kriegen wir dann mit unseren 44 Punkten dann halt auch wieder Zeug. Würde sagen, denn... das war beim Feuerclan. Und schwubbeliwupp. Super. Okay. Alter, was für ein Wechsel. Wir hatten diese Karte hier. Na, die haben wir schon durch. Ah, okay. Also, hier waren wir. Hier sind noch zwei und hier sind noch welche. Das heißt, wir ziehen jetzt Richtung Süden. Ja. Ist nicht mal Nähe Wolfsclan, aber naja, ihr wisst ja. Und danach, ne, machen wir die Quests auf jeden Fall in Nordmar, machen wir sie alle durch. In Myrtana versuchen wir so die meisten zu machen. Und auch unten im Süden können wir ja jetzt noch ein paar machen. Das ist ja das Schöne dran. Schade, dass die Gegner hier nicht respawnen, aber vielleicht auch besser so. So, hier rechts ist gleich das erste wieder. Ach, guck mal. Ein Säbelzähnchen. So. Mhm. Das ist aber nicht das hier. Auch wenn das von Orks belagert wird.